Nicht erst seit dem Beginn der Corona-Pandemie gibt es im Internet eine große Anzahl von Webseiten und Portalen, auf denen man Materialien für den Unterricht finden kann. Die Suche nach wirklich guten Unterrichtsmaterialien gestaltet sich dabei häufig wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Es stellt sich aber nicht nur die Frage, wo man im Dickicht der Webseiten und Portale Unterrichtsmaterialien findet, sondern auch, wie man diese für sich selbst verfügbar halten kann und gegebenenfalls auch mit anderen teilen kann. Eine mögliche Antwort auf diese Frage bietet EduText. EduText ist ein sogenanntes Social Bookmarking Portal, das in Kooperation zwischen dem deutschen Bildungsserver und dem Learning Lab der Universität Duisburg-Essen entstanden ist. Mithilfe von Social Bookmarking Portalen ist es Nutzenden möglich, Lesezeichen oder auch Bookmarks von interessanten Ressourcen und Materialien aus dem Internet anzulegen, um diese für sich verfügbar zu halten oder mit anderen zu teilen. EduText wurde speziell für den Bildungsbereich konzipiert. Mithilfe von EduText ist es möglich, Lesezeichen von interessanten Materialien und Ressourcen aus dem Internet zu erstellen, diese zu kommentieren oder zu verschlagworten und mit anderen zu teilen. Auf diese Weise ist es möglich, interessante Materialien aus dem Internet für sich selbst verfügbar zu halten oder gemeinsam mit anderen zu sammeln.